Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir einen Tracker machen, Things to Check Out. Das kannst du für monatsweise machen, also das kannst du für jeden Monat machen. Du kannst es aber auch einmal als Seite in dein Buch packen und dann immer wieder etwas hinzufügen, wenn dir denn etwas einfällt. Und dafür brauchst du natürlich erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann einen weißen Edding und schwarzes Washi-Tape. Dann noch ein Geodreieck oder eben ein Lineal, egal. Und ein paar Bleistifte. Ein Radiergummi. Und zu guter Letzt die Tombow Dual Brush Pen. Ach ja, und dann noch den Micron Fineliner. Der ist auch noch ganz wichtig. Ja, und wenn du das alles zusammen hast, dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt hier einmal in meinem Bullet Journal ein paar Punkte angelegt, ne? Schon mal so ein paar Notizen gemacht sozusagen, um anzuzeigen, wo was ist, damit ich mit den Größen nicht durcheinander komme. Ansonsten musst du natürlich immer die Kästchen alle abzählen, das ist ganz wichtig. Ja, und um das jetzt nicht im Video machen zu müssen, habe ich das hier schon einmal gemacht und deswegen kann ich gleich mit dem Farbstift loslegen. Du kannst natürlich erst einmal mit dem Bleistift vorzählen, machst dir einfach ein paar Punkte, so groß du die einzelnen Flächen haben möchtest. Du musst ja jetzt 4 Boxen hier einmalen und in der Mitte kommt eben dieses Things to Check Out und dafür male ich jetzt erst einmal 4 Kästchen hier hin. Ich habe einen ganz hellen grauen Stift dafür genommen. Zum einen sollte das Ganze nicht so dominant sein, zum anderen möchte ich gleich noch einen Schatten hinzufügen und da fand ich Grau eigentlich sehr gut für. Ja, ich nehme jetzt die andere Seite des Dual Brush Pens, also die wirklich diese Kalligrafie-Seite, und male damit hier die Schatten rein. Und du siehst, ich kann da wirklich so ein bisschen richtig mit malen, ne? Das ein bisschen großflächiger machen und dann auch nochmal drüber gehen, um das ein bisschen dunkler zu machen. Das ist das Schöne an diesem Dual Brush Pen. Wenn du öfter drüber gehst, dann wird die Farbe dunkler. Dann kannst du die Schatten ein wenig steuern. Und jetzt siehst du schon, es sieht schon so ein bisschen nach Schatten aus hier, ne? Und dann mache ich das halt weiter oben auch, dass dieselben Kästchen, dieselben Größen hier nochmal kommen und dann kommen da auch wieder diese Schatten rechts und unten drauf. Ja, nun schreibe ich erstmal mit dem schwarzen Tombow Things einfach nach. Das liegt daran, weil ich jetzt gleich hier einmal Washi-Tape drüber klebe. Aber ich möchte oben einen Streifen mit diesem dick gedruckten haben sozusagen. Und hier drunter kommt jetzt einfach ein Streifen Washi-Tape. Und du siehst schon, ich habe das jetzt halb überklebt. Jetzt wird das noch einmal nachgemalt. Und dafür ist dann jetzt der Edding da. Weil mit den anderen Stiften kannst du natürlich auf diesem Washi-Tape nicht malen. Und wenn ich das so mache, habe ich jetzt die Hälfte der Schrift einfach ganz mühelos schwarz, ne? Und es kann auch nicht viel passieren. Ich kann mich da auch nicht vermalen, das ist das Gute daran. Und der obere Teil, der wird jetzt grau, damit das Ganze so, so einen leichten 3D-Effekt gibt. Und dann schreibe ich weiter einfach jetzt hier Checkout bzw. To Checkout an den Rand, einfach mittig unter Links. Ja,
Ja, du siehst, ich gehe jetzt hier nochmal drüber, damit das Ganze noch ein bisschen dunkler wird. Und dann male ich noch diese Streifen rein, nämlich auf diesen Streifen, die wiederum sehr hell sein sollen. Da kann ich jetzt bestimmen, was in diesen Boxen rein soll. Ganz oben habe ich jetzt Bücher, dann kommen ja Filme und Food oder Essen, was ich mal ausprobieren möchte, und unten links halt Serien. Du kannst natürlich hier einfüllen, was immer du möchtest. Das bleibt ganz dir überlassen. Und wenn du soweit bist, dann kann, damit das Ganze noch ein bisschen hübsch aussieht, an jede Box noch so ein kleiner Doodle dran. Ne? Also hier bei den Books kommt zum Beispiel ein Buch dran und gleich eine Filmklappe. Ja, einfach damit das so ein bisschen, ja, ein bisschen geschmückter aussieht, ein bisschen hübscher. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich dieses Spread ganz einfach nachmalen. Du siehst ja hier, wie es funktioniert. Du findest dieses Spread aber auch immer in unserem Shop. Dort kannst du es dir herunterladen, ausdrucken, in dein Bullet Journal kleben oder eben auch so als Tracker nehmen und ja, einfach an die Wand hängen, wenn du magst. Oder du benutzt es für dein digitales Journal. Auch das ist möglich. Dazu findest du auf unserer Seite natürlich viele Tutorials, die dir helfen, wie das funktioniert, also die dir das genau zeigen. Ja, und ein Freebie haben wir natürlich auch immer, wenn du dich noch nicht so ganz genau mit den Doodeln auskennst, dann kannst du da einmal nachlesen, wie wir das machen, und dann kannst du einfach mal lernen, wie man ein Buch malt oder so. Ich meine, wir fangen alle irgendwo mal an, und warum nicht damit, ne? Immer so in kleinen Schritten mal ausprobieren, mal verschiedene Dinge ausprobieren, wie was gemalt wird. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Jetzt siehst du das fertige Spread hier, und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und vielleicht hinterlässt du uns auch einen Kommentar oder zeigst mir, was du mit diesem Video angefangen hast, wie du dein Spread erstellt hast. Ich würde mich freuen, von dir zu hören oder zu sehen, was du gemacht hast. Dann freue ich mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!